von der Menschenwelt abzuhalten und diese vor ihnen zu schützen. Der gemeinsame Nenner des modernen Natur- und Geschichtsbegriffes ist der Prozess. Und die Grundvorstellung, die von Anfang an beide Wissenschaften durchherrschte, war und ist immer noch ein Denken in Prozessen. Die menschliche Grunderfahrung aber, die dem Begriff des Prozesses zugrunde liegt, ist nicht eine Erfahrung der Natur, sondern eine Erfahrung, die der Mensch mit sich selbst beziehungsweise innerhalb des Bereiches macht, das ausschließlich von Menschen und den zwischen ihnen waltenden Bezügen und Beziehungen konstituiert ist. Von Prozessen wissen wir, weil wir handeln können. Oder umgekehrt. Ein Prozess, der hat er erst einmal begonnen, weitgehend nach seinen eigenen Gesetzen verläuft und weitgehend der Kontrolle dessen sich entzieht, der ihn begonnen hat, ist das unweigerliche Ergebnis jeder menschlichen Handlung. Dies ist der Sinn der oft gehörten Feststellung, dass dasjenige, was einmal getan ist, nicht wieder rückgängig gemacht werden könne, wobei man sich vergegenwärtigen muss, dass diese Erfahrung in schroffem Gegensatz zu unserer uneingeschränkten Freiheit im Verkehr mit allen Dingen der Welt steht, die ihr Dasein dem Herstellen verdanken, das wir jederzeit rückgängig machen können, indem wir die hergestellten Dinge zerstören. Wenn die Griechen die eigentümliche Flüchtigkeit des lebendig gesprochenen Wortes und die tragische Vergänglichkeit der lebendig getanen Tat entdeckten und es darum als die höchste menschliche Aufgabe empfanden, diesem flüchtigsten und vergänglichsten Bestand und Dauer zu verleihen, durch eine Verwandlung in Hergestelltes, durch Poiesis im weitesten Sinne, so hat die Neuzeit umgekehrt gerade die eigentümliche Resistenz und Unzerstörbarkeit aller durch menschliches Handeln entstandenen Prozesse empfunden, nämlich die Tatsache, dass der handelnde Mensch im Unterschied zum dem Herstellenden, dem Homo Faber, das Ende dessen, was er begonnen hat, weder vorhersagen noch das Begonnene wieder zerstören kann.